Hey ho, liebe Zocker und Zockerinnen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skyline. Mein Name ist Punky und ich begrüße euch in Vanilla Bay zur 10. Folge. Und hier ein kleines Special. Warum, wieso und weshalb erfahrt ihr jetzt. Das Problem war einfach. Und zwar, ich habe einfach vergessen, eine weitere Software mitzustarten, die ich im Endeffekt dafür benötige, um mit der bestmöglichen Qualität für euch aufzunehmen. Für die, die es etwas technisch mögen. Und zwar, die Software, die ich hierzu nutze, ist der Audio Repeater. Hier muss ich Folgendes einstellen. Wave in gleich Mix 01. Wave out gleich Mix 01. Ja, das ist im Endeffekt schon alles gewesen, denn dann wird einfach nur noch Action gestartet. Action ist bereits darauf eingestellt und man kann wunderbar aufnehmen, ohne dass man eine Verzerrung drin hat, ein Klacken oder sonstiges. Und das war ganz einfach das, was ich vergessen habe. Sorry. Der Audio-Repeater macht also nichts anderes, als dem Computer mehrere virtuelle Soundkarten zuzuweisen. Nun folgen die Timelapse der letzten 5 Folgen, Gesamtdauer 10 Minuten, also eine Timelapse dauert 2 Minuten. Und es wird einige Überraschungen geben. Also, wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, bleibt dran, es lohnt sich. Jetzt ein kleines Special. Sofern ihr noch nicht abgeschaltet habt, verratet mir mal in den Kommentaren unter dem Video, wann habt ihr den Osterhasen gesehen? Nachdem unser Park an das örtliche Kanalnetz angeschlossen wurde, ziehen wir einen kleinen Wanderweg für unsere Einwohner, damit sie die Möglichkeit haben, auch den Park zu Fuß zu erreichen und das Auto somit auch mal stehen lassen können. And these nights are getting shorter, like a banner I'll conquer in my soul. This is real. Als verantwortungsvoller Bürgermeister habe ich mir nun vorgenommen, in Vanilla Bay solche Wege öfters zu erstellen, denn ich bin der Meinung, dieses haben wir sehr, sehr in unserer Stadt ohne Namen vernachlässigt. Aber sobald es hier mal weitergeht, werden wir auch hier entsprechende Änderungsmaßnahmen treffen, denn ich glaube auch, dass das zur Verkehrsberuhigung einiges beitragen wird.
Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind nun eine geschäftige Kleinstadt und nutzen gleich mal die Gelegenheit, um hier ein paar Ausbesserungsarbeiten zu machen bzw. einiges an Upgrades für unsere Straßen. Damit in Zukunft keine Waldbrände auf Gebäude übergreifen, benötigen wir dringendst Abhilfe durch ein Hubschrauber, Feuerwehr, Depot. Was für ein langes Wort. Eine Anmerkung in eigener Sache.
Der Livestream von Ostersonntag ist ja leider ausgefallen. Der Grund war die miserable Internetleitung. Wieso, weshalb und warum ist bereits in Klärung. Sobald ich hier neue Erkenntnisse habe, teile ich euch die natürlich mit und natürlich möchte ich auch versuchen, schnellstmöglichst den Livestream nachzuholen. Nachdem wir so schön das Loch ausgehoben haben für unseren See, warten wir aufs Wasser, aber es tut sich nichts. Woran kann es liegen? Schlussfolgerung, ich war wohl zu ungeduldig, aber nun schnell die Pumpen ausstellen, sonst bekommen unsere Bürger noch nasse Füße. So, meine Lieben, es ist geschafft. Das waren die 5 Folgen City Skyline, Vanilla Bay. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst gern einen Kommentar, einen Daumen nach oben und sehr gern auch ein Abo, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. In diesem Sinne, euer Punky vom Punky Let's Talk. Bye, bye.